Jo Leute, willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir befinden uns am Ende des Sommers und haben sogar echt nochmal Pfeffer. Wow, hätte ich nicht gedacht. Ja, ich habe ja ein bisschen weitergespielt, wollte eigentlich den ersten nehmen, dann ist mir aber eingefallen, wir haben heute um 10 Uhr abends noch ein Event. Und das möchte ich eigentlich nicht verpassen. Und dementsprechend nehme ich euch jetzt schon wieder mit. So, ich wollte ja unbedingt zügig weitermachen und habe dementsprechend mir die Freiheit genommen und ein wenig so gespielt. Konnte mich da ein bisschen mehr drauf konzentrieren. Ihr seht es schon, das Ganze ist jetzt ein Hartholzzaun geworden, weil mir alle Hölzer verrottet sind. Wir haben inzwischen zwei Tiere, nämlich eine Kuh und eine Ziege. Die sind auch ein paar Tage schon dabei. Und ja. Dementsprechend wollte ich das mal gesagt haben. Wir haben einen Schuppen, wo ich jetzt alles ausgelagert hin habe. Der ist gar nicht so teuer gewesen, deswegen habe ich den auch jetzt mal zügig gebaut. Die Bäume sind gewachsen, was mich auch mega freut. Wir dürften jetzt bald die ganzen Sirup-Sorten haben. Und ihr seht es schon, das, was ich ganz viel gemacht habe, ist hier rumgebuddelt. So. Liegt einfach daran, dass ich das gern... Oh, das ist alles nochmal gewachsen. Wow. Dass ich hier halt gerne später den Schleim, Zoo, wie auch immer, hinsetzen möchte. Und dann im Endeffekt... So, komm mal her. Im Endeffekt nicht ganz so viel Platz brauche, wie ich am Anfang erwartet habe. Also dann werde ich da oben nämlich alles anpflanzen und hier werde ich wahrscheinlich irgendwas zum Fischen oder irgendwas machen. So. Okay. Oh, ich sehe euch. Auch wenn ihr euch versucht, da zu verbergen, ich sehe euch. So, wir haben ein paar Orangen und Pfirsiche. Und, wie gesagt, die ganzen Produktionsdinger und Truhen, die sind jetzt alle in dem Schuppen. Wir können kurz reingehen. Achso, genau. Refined Quartz habe ich jetzt auch ganz, ganz viel. Und die ganzen Dinger, auf die habe ich mich jetzt erstmal konzentriert. Also ich habe darauf gesetzt und auf Höhlenforschung. Und, ja, wofür wir den Quarz brauchen, das werdet ihr nicht mehr in diesem Monat sehen, sondern erst im Herbst, denn da geht's dann erst weiter mit dem ganzen Scheiß. So, ich habe hier ein bisschen was aufbewahrt, die kann man ziemlich gut aufbewahren, denke ich, den kann ich auch nochmal da aufbewahren, den kann ich aufbewahren, das... Und die werden verkauft. Und ansonsten brauche ich davon nichts. Ich habe jetzt noch drei Truhen hier. Und das sind eigentlich so Crap-Truhen. Also wirklich, wo aller Bullshit reinkommt, den ich absolut nicht brauche. So, die schmeiße ich auch mal da rein. Warum bist du da drin? Die wachsen ziemlich schnell im Übrigen. Die Hops. Nee, Moment. Komm. Ich habe zwar viel Kohle, also das meiste Geld macht ihr halt einfach, indem ihr hingeht. Den ganzen Shit hier reinschmeißt. Das hier ist ein Experiment. Ich möchte gucken, was, ich glaube, das ist eine Blume. Also hier diese sammelbaren Blumen im Sommer. Ich möchte gucken, was die wert ist, wenn ich da einmal die kältere, ich glaube Keltern heißt das, und die restlichen 42 verkaufe ich. Okay, ich
weiß gar nicht, ob ich das noch gemacht habe, wo ihr dazugeschaut habt. Habe ich das noch gekauft, als ihr dazugeschaut habt? Ich weiß es nicht. Habe ich mir ein bisschen was gekauft, damit ich ein bisschen an Equip wieder habe. Was ist denn das für ein Schwachsinn schon wieder? So. Achso, die Sicher brauche ich auch gar nicht mehr. Es ist immer so ein bisschen blöd. An den letzten paar Tagen, was zu unternehmen, ist immer schwierig. Finde ich. Ich habe die ganzen Vogelscheuchen schon abgerissen und die werden dann im Herbst dann neu gesetzt werden. Aber, ups. Ja, ich habe da einmal die Quests gesehen. Also wir haben ein paar neue. Aber auch das werde ich dann im Herbst machen. So, die Kuh habe ich noch nicht gemolken. Hanjo, Hanjo. Peep looks really happy today. Finde ich gut. Du kannst auch gerne mal Wolle geben. Und... was hat sie da stehen? Fella looks really happy today. Fella ist älter, die Kuh habe ich relativ zügig danach gekauft, weil ich einfach schon mal Tiere haben wollte. Eine Käsemaschine braucht aber irgendwas, was ich noch nicht habe. Iridium oder sowas. Ah ne, das Hartholz habe ich erst hierfür benutzt. So. Genau. Und habe ich für irgendein Projekt schon mal oben in die Kiste von Robin gepackt. Aber ich möchte halt jetzt auch mal bald die Käsekiste machen. So, hast du ein Ei für mich? Bitte hab mal ein Ei für mich. Bitte, 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 bitte. Ne, hast du nicht. Was ist noch für mich? Aber du hast Honig. Ich nehme Honig. Und Korn. Nicht mal gutes Korn. Kale Seed. Ist das ein besonderer? Ich nehme ihn lieber mit. Nur mal so, hier bin ich soweit fast durch. Also das, was ich halt brauche. Ich habe jetzt den Honig gekauft dafür. Da kann ich im Herbst nämlich direkt den abschließen. Das muss ich halt anpflanzen und dann den Mist hier. Da habe ich, ich glaube, habe ich nicht sogar eine große Milch? Ich weiß es nicht. Und dann die Eier. Das da und das da. Und dann, ich könnte Schafswolle, Hasenwolle nehmen. Ich werde Hasenwolle nehmen. Ach nee, Moment, ich habe doch eine Ziege. Oder, Moment, habe ich eine Ziege oder habe ich ein Schaf? Ich weiß es gar nicht. Ist das eine Ziege? Moment, weil ich warte die ganze Zeit schon drauf, dass das Viech endlich seine Wolle wachsen lässt. Aber wenn das nachher eine Ziege ist, dann muss ich die melken und nicht scheren. Ich muss da gleich gucken, ob das wirklich eine Ziege ist. Weil dann ist das mega fail. Also die habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Tage nach der Kuh gekauft. Das würde einiges erklären. Ah. Das erhält mich jetzt schon. Weil ich mir zu 95% sicher bin, dass es eine Ziege ist. Ja. Mega Speed. So. Aber heute hat mich auch mein Aufnahmeprogramm geärgert, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, im Moment verschwören sich alle gegen die Rollenspiele. Irgendwie kommen die im Moment immer zu spät. Immer. Egal was ich mache, ich kann die noch so früh aufnehmen. Ich wollte heute um 14 Uhr, habe ich mich hingesetzt, wollte aufnehmen, bumm, OBS. Raus. Sagte, ne, ich will nicht.
Weck mich wann anders. Habe ich PC neu gestartet? Hat nicht funktioniert. Habe ich gesagt, okay, gut. Challenge accepted. Neu installiert. Hat nichts gebracht. Runtergeschmissen und neu installiert. Hat nichts gebracht. Also komplett und komplett neu runtergeladen und so weiter und so fort. Hat nichts gebracht. So. Ich drehe am Rad. Pass auf. Ja, es ist eine Ziege. Scheiße. Es ist eine Ziege, verdammt! Also, da seht ihr es. Goat Maverick. So ein Scheiß. Ärgerlich. So. Also, die möchte ich halt aufbewahren, bis ich Käse machen kann. Weil die dann definitiv mehr wert sind. Und ich muss mal gucken, dass ich. Ja. Dass ich mal Hühner oder sowas kriege. So. Von ihm hier haben wir auch schon ein paar Eier jetzt bekommen. Er ist aber ganz auf Grumpy. Lizzie looks really happy today. Ja. Leider werden wir dich irgendwann verkaufen müssen. Außer hat er das irgendwann mal gefixt. So, was wollte ich jetzt machen? Nee, dich nicht. Dich möchte ich zwar auch noch machen, aber dich nicht. Holz. Moment, ist Holz hier drin oder ist das hinten links drin? Wir müssen sowieso irgendwie Zeit totschlagen. Ich hätte sogar alles da gehabt. Ich weiß nämlich nie, wo meine Sachen hin sind. Ja, okay. Kupfer müsste in der Kiste da hinten drin sein. Also die Kiste, wo ich eigentlich die meiste Zeit rein investiert habe. Diese hier. Seht es euch an. Wunderbar. Kupfer findet man einfach wie Dreck. Also Kupfer ist echt wie Dreck. Selbst auf den unteren Ebenen habe ich noch Kupfer teilweise gefunden. Also nicht den ganz unteren Ebenen, sondern ich habe ja gesagt, ich gehe nicht noch weiter runter. Aber auf den unteren Ebenen, wo ich war, habe ich immer noch teilweise Kupfer gefunden. In irgendwo Kisten oder dass Gegner das gedroppt haben oder irgendwie sonst Schwachsinn. Irgendwo kam dann immer Kupfer. Wir haben ja noch Kupfer. Toll. Käse? Machen wir Käse? Wir machen Käse. Käse ist gut. So. Zack, zack. Tür zu. Und. Ja, da muss ich halt den ganzen Kram mal abpacken. So. Da. Ach komm, wir machen Kupfer da jetzt auch rein. Organize. Und Kale Seeds, die kommen dann im Frühling, kommen die drauf. So. Ach Moment. Was fehlt mir denn noch? Für. Moment, habe ich den Quarz hier hingepackt? Nee. Ich glaube, ich habe den Quarz hier oben hingepackt, ne? Warum drücke ich eigentlich immer E, um die Truhe aufzumachen? Ich muss sowieso gerade Zeit totschlagen. Also, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Dementsprechend können wir auch eben Quarz und Kohle. So, das hier rein, denke ich. So, und ich sag mal. Die Hälfte geht dann da rein. Und also Goldbarren habe ich zum Beispiel sogar gefunden, komplette. In Gegnern. Also es gab einen Tag, da habe ich, ich glaube, 20 Goldbarren gefunden einfach. Das war super. Wo ich mir gedacht habe, okay, cool. Dein Luck ist gerade mega hoch.
Und. Ah, nee, es waren Goldbarren, die ich brauche. Keine Kupferbarren. Und zwar diese wunderbaren Dinger. So, zack, zack. Wir werden schon mal ein bisschen was vorbereiten für den nächsten Tag, weil wir haben sowieso nichts zu tun. Weil das Fest fängt jetzt gleich erst an. Und dementsprechend. Shit, das ist der Fünfer, das ist nicht der Dreier. Blöd. Zack. 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 Und jetzt. Und. Zack. Zack. Ja, okay, der hätte ich voll machen sollen. Und da einmal, da einmal. Aber wie gesagt, wir können jetzt halt hier relativ verschwenderisch sein. Mit der Energie. Weil dann brauche ich sie morgen nicht verschwenden. Moment, 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 Moment. Falsch gesetzt. Zack, zack. So passt es nämlich. Ja, so passt das auch. So passt das perfekt. Und dich setze ich. Okay. Da werden wir dann unseren ganzen Mist anpflanzen. Und ich würde sagen, wir machen uns schon mal auf Richtung to the beach. Und so. Hallo Abby, kommst du nicht zum Fest? The Dance of the Moonlight Jellies has begun at the beach. Gut, dann gehen wir mal dahin. So. Da niemand mit uns hier ist, können wir einfach direkt hier hingehen. Good evening, kleine Evo. The moonlight jellies are close. I already saw one glowing in the distance. Once we launch the candle boat, they will come up to the docks and say hello. What do you think? Should I launch the boat now? Yes. Please. Wer ist das eigentlich? Wunderschön. Wunderschön. Die Möwe hat sich erschrocken. Da sind Babys. Da und da. Wirklich schön. Und da ist irgendwie eine sehr komische Qualle. Weil man kann nicht draufklicken. The glow of the summer has faded now, and the moonlight jellies carry on toward the great and unknown. Okay, macht's gut. Passt auf euch auf. So. Okay, gut. Das war's aber schon für diesen Tag, würde ich sagen.
Wir machen noch kurz die Stelle zu, damit hier nichts passiert. Habe ich erwähnt, dass ich ein zweites Silo habe? Man hat es wahrscheinlich gesehen. Und ich glaube, noch mehr Truhen als vorher. Und zack. Ja, wir gehen ja jetzt schlafen. So. Denn das war ein erfolgreicher Tag, außer dass ich meiner Katze nicht Hallo gesagt habe. Hallo. So, Leute, wenn's euch gefallen hat, würde ich mich über einen Like freuen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Stardew Valley. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.